Glückliches Hallo zu einem neuen Video vom Kanal. Und wir sind hier da, wo wir auch beim letzten Mal aufgehört haben. Nur, dass es jetzt Tag ist und die Feuerumrandung weg ist, da ich die schon weggemacht habe. Und ich komme heute aus einem kranken Push-Stream, in dem ich über eigentlich die 400 Abonnenten erreicht habe. Und jetzt habe ich wieder 385, das heißt, ich habe 15 Abonnenten verloren. Und die ganze Sache ist die, ich glaube auch, ich weiß warum, das war höchstwahrscheinlich einfach ein Dude, der sich so gedacht hat, lass den einfach mal übelst triggern. Ich finde das zwar nicht ganz fair, aber ja, was will man machen? Ja, das ist mir noch gar nicht vorgestellt. Auf jeden Fall, der liebe Chris ist heute wieder dabei, er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, weißt du jetzt, wie du heißt? Nee, ich weiß noch nicht. Ich habe schon die erste Folge in Produktion, aber ich weiß wirklich noch nicht, wie ich mich nennen werde. Ja, also auf jeden Fall, ich will heute mal ein bisschen über so aktive Communities und Push reden, weil ich weiß ja nicht, wie das jetzt wird. Jo, auf jeden Fall. Mit deinem Channel, weil es kann ja, weil wenn... Ja, ich weiß auch noch nicht. Wegen dem Push und so. Weil ich sicher auch... Nee, also ich will generell eigentlich nicht gepusht werden. Willst du gar nicht, oder? Nee, ich will das Ganze selbst aufbauen. Ich frag mich gerade, was ich jetzt noch machen soll. Weil diese... Du siehst das ja selber, ne? Ja, ich seh's. Ja, warte, ich muss jetzt erstmal hier... Kannst du bitte mal hoch? Wenn ich jetzt hier das so... Ich kann es zwar runterdrücken. So, aber ich kann sonst nichts machen. Warte. Ach, den Stein hat er auch. Ist das der mit dem Wasser, mit dem Kegel? Zeig ja. Mal. Ich muss das jetzt wieder drehen. Ach so, der ist kompliziert. Du brauchst das Cryo-Modul oder so. Cryo-Modul? Also das Eismodul. Ja. Okay. Ja. Den Stein, den hat er selbst. Bei dem habe ich so ewig lang gebraucht. Ach, warte. Das ist ja wegen dem... Ach, warte. Hier ist eine Kiste. Du musst die Schalter umlegen. Du kannst mit Pfeilen die Schalter umlegen. Mit Pfeilen? Welche Schalter? Ach, die. Also die ach, Wasser den. Abdenken lassen. Ich verstehe. Ja, dann gehe ich einfach hier rauf, oder? Wird es dann instant zerstört, wenn ich da. Nein, es wird nicht zerstört, quasi das Wasser wird abgelassen. Bei doch. Mir hat diesen Schrein. Ich hätte den Schrein schon früher geschafft, wäre ich noch so besessen auf diese Kiste gewesen. Allerdings ist die Kiste auch extrem schwierig zu bekommen. Oh Gott, jetzt geht das ganze Wasser wieder runter. Ja, jetzt geht das ganze Wasser wieder runter. Ach, und dann geht das auch wieder auf, ich verstehe. Ja, und du musst das perfekt timen. Du musst das perfekt ja, timen, dass verstehe. Du das quasi schaffst. Ich verstehe. Ja, auf jeden Fall, ich habe einen mega Push eigentlich bekommen, der mich fast auf 400 jetzt gebracht hat. Sagen wir mal, es sind jetzt fast 400, weil eigentlich waren es ja 400. Ja, du kannst dich 400 auf jeden Fall stehen lassen, ich hab's gesehen. Ja, und ich würde sagen, das zählt doch. Also klar, ich hab's jetzt wieder rausgestrichen, aber das wird dann werden einfach zwei Daten höchstwahrscheinlich dann da stehen. Wenn ich in die richtigen. Ich sag offiziell angenommen. Okay. Und ja, mal schauen, wie das Ganze dann noch wird. Also ich weiß zwar, was ich jetzt machen muss. Die Sache ist, aus welchem Winkel ich denn überhaupt treffen kann. Ja, kann ich denn aus dem Winkel treffen? Ich denke schon. Die Sache ist die, ich würde hier jetzt gerne eine Sache ausprobieren. Okay, das funktioniert so. Okay. Weißt du, was ich vorhab? Ich werde sterben. Was hast du vor? Also ich habe vor, dann in diesen Zeitlupen-Ding zu gehen und dadurch dann sozusagen länger zu leben. Also dadurch, dass ich halt dann nicht runterfalle, sozusagen. Sollte dann, glaube ich, funktionieren. So, erstmal wieder anmachen. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Also Sache ist, ich kann ja immer hier was, das immer hier placen, aber sobald das Wasser runtergeht, dann ist es weg. Das musst du perfekt timen, also quasi du musst auf die Millisekunde fast genau schon timen. Ich musste mir für diesen Schrein sogar ein Tutorial ansehen. Echt? Ich habe den nicht verstanden, diesen Schrein. Okay, ich meine, ich war auch viel kleiner, wo ich den Schrein gemacht habe, aber
Ich glaube, ich würde ihn heute noch Nein! besiegen. Ich bin an die falsche Stelle gesprungen. Jetzt hätte ich es geschafft. Oh, lost. Ich hätte es Schade. geschafft, wenn ich. Ja, ist ja nicht so schlimm. So, auf jeden Fall. Jetzt machen wir hier das Ganze nochmal an. Ich finde das irgendwie ein bisschen nervig. So. Und auf jeden Fall, es gibt halt echt solche Leute. Das werdet ihr auch selber merken. Wenn ihr von denen gepusht werdet, danach wollen die auch die ganze Zeit gepusht werden, glaube ich. Also, Das ergibt keinen Sinn. ja, Hä? doch Warte. safe. Wenn er dich. Achso, wenn du mehr Reichweite erreichst Ja, wie er, das, genau. dann will er auch gepusht werden. Ach so. Ja, das ergibt Sinn, weil ich meine, er pusht dich ja quasi, weil er sich erhofft, dass du irgendwie mal was reißen wirst. Kann ich von hier aus schießen? Okay, ich verstehe, dass das nicht funktioniert, sonst wäre es irgendwie unfair. Aber ich glaube, von hier kann ich schießen. Was? Wieso klappt das denn nicht? Das ist mega fies. Ja, jetzt geht das wieder auf, Junge. Das ist so fies, weil ich mach das. Keine Ahnung, ich schaff's Du könntest irgendwie. vielleicht eine Zeitbombe reinhauen in den. Du könntest vielleicht eine Zeitbombe in den. Eine Bombe zu dem hin. Eine Zeit quasi. Das Tool einfrieren. Das wird auch gehen, Quasi oder? einmal anschießen. Einmal anschießen das Ach, Tool, wenn aber es eingefroren ist. einfrieren, yo. Also quasi mit Stein, also quasi mit Zeit Ich einfrieren. habe was anderes. Es geht aber noch. Es geht. Okay, eigentlich sind wir so dumm, ne? Es wird so einfach gehen. Man geht hier hin. Nimmt sich eine Bombe. Legt die hier hin. Ja, das geht auch, allerdings. Ah ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt erinnere ich mich wieder. Du musst eine Bombe benutzen. Anders geht's nicht. Und dann geht man einfach rüber. Auch wenn das jetzt ein bisschen lost war. Und dann gehe ich auf das andere Modul. Und dann gehe ich einfach rüber und aktiviere dann die Bombe. Das ist da, glaube ich, einfachste Weg davon. Ja, das ist er auf jeden Fall. Das ist der, nein, das ist der Weg. Das kannst du hundertprozentig sagen. Die Bombe ist der Weg. Gut. Ja, dann haben wir das mal. So, erstmal hier hoch. Auf jeden Fall, er hat auch sein eigenes Projekt, also schaut gerne mal bei ihm vorbei. So. Wow. Das war jetzt ja schwierig. Der traurigste, der traurige Loser. Ah. Haben wir. Ja, aber der Schrein ist geschafft, mein Junge. Ja, das ist das Wichtige daran. Du hast das Zeichen der Bewährung dann einfach abhauen. Und ich hoffe, dass wenn das Video hier rauskommt, weil das wird erst in einer Woche rauskommen, ja, in 6 Tagen, wenn wir das aufnehmen, dann hoffe ich. Fuck. Ich spiele gerade Minecraft nebenbei. Und ich hoffe dann einfach, dass wir dann, wenn das ganze Video rauskommt, schon wieder die 400, also schon wieder, was heißt schon wieder, dass wir dann die 400 dann finally haben. Und Aber halt 400 Abonnenten quasi fix, ohne ja. diese scheiß Menschen, die einfach Also wir können deabonnieren. theoretisch dahin, was nicht doof ist. Ich glaube, ich gehe nochmal zum Turm und gehe dann zuerst zu den anderen Schreien, weil das schneller ist. Weißt du, was mich triggert? Was? Wenn zum Beispiel dein Dad oder so sagt, du hast zu viele E-Mail-Adressen. Wenn du drei E-Mail-Adressen hast, so, und dann so sagt, man Ja. kennt dich bei dir nicht mehr aus. Das ist so richtig, das ist richtig Müll. Drei. Ja, das ist Müll. Logisch hast du mehr E-Mail-Adressen und so. Das ist. Außer also bei mir auch so. Ich habe zweimal die 300 Abonnenten erreicht. Ist zwar ein bisschen nervig, aber. Ist das der? Ja. Ich glaube, ich gehe zuerst zu Themen. Ja, ist glaube ich deutlich schneller. Ja, ich hoffe einfach, dass wir hier noch schöne Folgen hier im Januar raushauen können. Und danach einfach, das Beste wäre, wenn wir danach einfach mit YouTuber-Rang rausgehen könnten. Ja, YouTuber-Rang. Halt Premium Plus. Ja. Dann ist das schon cool, so Premium Plus. Achtung, mein, hallo Controller. Einfach so Premium Plus danach. Es wäre schon
Nice. Chillig, auf jeden Fall. Chillig, ja. Mal schauen, ob das auch klappt. Ich hoffe es. Weil ich meine, ich mache jetzt täglich eine Folge, Junge. Und er gibt sich auf jeden Fall Mühe. Ja. Weil ich meine, ich gehe mit ihm in die Klasse und er gibt sich auch wirklich jedes Mal richtig Mühe. Thanks. Vor allem, wenn die Schule so langweilig ist gerade. Auf jeden Fall. Mit diesem dummen Corona-Blödsinn, ich schwör's euch, das ist so schlimm. Wenn man dann wieder an seiner Kamera sitzt und einfach nichts machen kann, außer dem Lehrer zuzuhören, was er schon wieder zu sagen hat. Ich meine, klar, es ist in irgendeiner Hinsicht dann doch Schule, aber Es ist halt nicht das Normal. ich finde, man hat in der normalen Schule mehr gelernt. Deutlich mehr. So, du konntest auch nicht. Nein. Okay, erstmal speichern. Und du konntest auch nicht einfach abschreiben und so, wie jetzt. Also ich meine. Er bemüht sich richtig um Schule. Ja. So richtig um Bildung. Bildung, Logik. Die meisten so richtig cool, so richtig chill und sowas und er so richtig. Junge, gute Noten sind wichtig, also verhaut euch das nicht. Der zukunftsbildende Boss. Wir haben noch morgen. Morgen ist Freitag, okay. Das heißt, wir haben morgen echt relativ. Ja. Wir haben morgen 2 Stunden, also 2 Freistunden, könnte man in dem Sinn sagen. Wir könnten theoretisch in diesen 2 Folgen was aufnehmen. Also nicht was aufnehmen, Ja, können wir machen. aber halt ein bisschen hier alles verändern. Vielleicht ein paar neue, vielleicht auch einen neuen Hintergrund für meine Streams. Lol, oder vielleicht auch für die Let's Plays, wer weiß, dass es alles ein bisschen schöner hier aussieht. Kann man ja mal drüber nachdenken. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja, würde ich auch sagen. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst doch ein Abo da. Und ein Like. Und ein Like wäre auch immer schön, ja. Ich meine, Like und. Abonnenten subtrahieren. Ich meine, Das wird mein klar. Outro-Spruch sein. Abonnenten, super. Ja, ich finde es halt irgendwie chillig. Also klar, ich habe jetzt nicht, noch keine 400 oder halt nicht mehr 400. Aber Leute, ihr könnt euch nicht, also das ist auch so eine Sache, ihr könnt euch nicht verhoffen, dass ihr auf einmal durch einen einzigen Push auf einmal so 3 Milliarden Abonnenten habt, so. Wahrscheinlich Milliarden so. Ja, Bruder, berühmtes. Ja, eben. Okay, lol, mein Spiel, warte, ich mach mal. Ich mach mal ganz schnell Stream ganz kurz aus, ne? Damit ich schauen, ob es ein Ja, bisschen okay. flüssiger läuft. Es läuft gerade so überhaupt nicht flüssig. Nicht mal das läuft flüssig. Mein PC ist heute mit allem überfordert. Junge. Exalfos-Knochen, was ist das? Hast Kill ihn du doch, Junge! Exalfos Knochen? Kill ihn doch. Junge, Alter, ich bin so lost manchmal. So, tot. Und dann haut er auch noch drauf und weg mit dir. Also ich werde es auf jeden Fall so machen, dass er versuche, kein einziges Mal zu sterben. Ich bin schon gestorben, Lul. Ist mir eigentlich ziemlich egal, ob ich sterbe oder nicht, so. Ich meine, klar, in irgendeiner Hinsicht ist es, gehört es auch irgendwie zum Spiel dazu. Oh, ist das ein schwarzer Rockblende? Nee, nee, das ist ein blauer. Auf jeden Fall seine Videos feiere ich. Danke. Und da das erste Mal hier Mifas Ding und es sind wirklich schwarze Wie? Bockblins. Also laufen wir jetzt erstmal an denen Oh, schwarz, also schön vorbei. schwarz. Oh, hier ist ein sehr wichtiger, wie heißt es, ein sehr wichtiger Stall. Weil wir hier dann die Medizin für den Wie heißt Zweig. der Stall? Stall am Fluss, ich schätze, ja, aber keine Ahnung, der ist wahrscheinlich auch mega weit weg. Nee, Also der Stelle Stall am kenne ich Fluss nicht. ist weit weg. Das ist der Stall Ja. neben den Coronen, wo man da die Ach Medizin so, bekommt. Corona. Warte, bist du schon bei dem Lava? Ja, davor. Lava-Teil. Ein bisschen davor halt.
Aber da bekommt man die Lava-Mediz, also die Hitze-Medizin, damit man überhaupt in das Ah, okay. Ding kommt. Deshalb, ja, Leute. Wir Okay. werden hier auf jeden Fall nochmal zurückkommen und dann den zweiten Titanen, also sobald wir die vier Schreine haben, werden wir dann nochmal hinkommen für eben die Hitze-Medizin, damit wir dann auf den Berg können. Sollte cool werden. Kauft ihr zuvor in Goronien, kauft ihr zuvor in Goronien die Hitzerüstung? Ja klar, aber das dauert ja noch. Nee, nee, ich brauchte für so bestimmte. Nee, ich kann mit, ich muss mit zuerst mit Hitze Tränke Ja, rauf. Hitzetränke braucht unbedingt davor, Ja, bevor du und quasi danach in. Aber natürlich. nicht Wärme, sondern Hitze. Ja, ich Also weiß schon. Verbrennungstränke, Hitze, ne? Die Kugel öffnet den Weg, schreien. Ja, Mann, den kenne ich doch. Junge. Ach, das Schreien ist halt so easy. Erstes Mal geschafft hier. Ach, das sind die Kugeln. Ach, den hole ich mir auch einfach. Oh. Lost. Läuft flüssiger, wenn ich nicht Ja, zusehe. es läuft sehr flüssig jetzt. Ja, okay, schade. Was mache ich denn hier jetzt? Weil hier laufen nicht nur eine Kugel, hier laufen mehrere Kugeln. Was muss ich denn hier machen? Also ich glaube, ich muss ja nicht. Okay, dann komm. Okay, ich kann hier aber auch kein anderes Modul wirklich verwenden. Nee. Ich kenne den Schrein wahrscheinlich. Kenne ich den Schrein? Das sind. Nee, das. Erklären mir, erklären mir, erklären mir, Das sind so erklären mir. Steine, die ganze Zeit runterrollen und dann in Lava reinfallen, aber ich muss halt an denen vorbei. Mit dem Einfrieren-Modul, also quasi mit dem Zeitmodul. Ja, ich weiß, aber ich kann die nicht einfrieren, weil wenn ich einen einfriere, dann kommen wieder 20 neue nach und drücken den halt dann weg. Und ich komme hier nicht durch die anderen durch. Da weiß ich nicht ganz, was ich hier machen muss. Also klar, ich habe hier eine bestimmte Zeit hinter den Kugeln. Ach, vielleicht muss ich den zurückschieben. Warte, okay, ich werde dann einfach mitgerollt. Ne, Ah, ich okay. wack hier an den Rand. Komm, lauf hier durch, Waffen. Ne, tot. Ah, es geht nicht. Schade, schade, schade. Egal. Leute, ich beende jetzt hier die Folge, damit wir nächstes Mal den Schrein hier weitermachen können, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Euch noch einen schönen Tag. Ciao.